Auf dem Center Court beginnt es mit der Begegnung zwischen Miloslav Micia aus der Tschechoslowakei gegen Mats Wilander aus Schweden und anschließend dann das Spiel der Spiele, wenn man so will. Viele sagen, es sei das vorweggenommene Finale, Pat Cash gegen Boris Becker. Und auf dem Platz 1, auf dem wir uns jetzt befinden, beginnt also Patrick Kühnen gegen Stefan Edberg. Und anschließend sehen Sie die Begegnung zwischen Ivan Lendl und Tim Maljot. Das heißt, sie wird ausgetragen. Wir werden natürlich nach dem Spiel Kühnen gegen Edberg unser Interesse konzentrieren auf das Spiel Boris Becker gegen Pat Cash. Und Sie werden dabei sein, live im Ersten bei diesen beiden attraktiven Viertelfinalbegegnungen. Zum ersten Mal nach 1964 sind also zwei Spieler aus der Bundesrepublik im Viertelfinale. Damals waren es Wilhelm Bungert und Christian Kuhnke, diesmal Boris Becker und Patrick Kühnen nach dessen überraschenden Sieg nach 4 Stunden und 39 Minuten gegen Jimmy Connors, von dem man, Sie haben es eben ja auch von Connors selbst gehört, noch nicht weiß, ob er noch einmal zurückkehren wird nach Wimbledon. Patrick Kühnen, 22 Jahre alt, in der Weltrangliste auf Position 90 geführt. Wie gesagt, der einzig ungesetzte Spieler, der im Herreneinzel noch dabei ist, mit der tiefsten Weltranglistenplatzierung aller 8 Viertelfinalisten auf Rang 90. Das Spiel gegen Connors und der Erfolg, das war sein bisher größter Sieg, ohne Frage. Er hat einmal gewonnen in Basel beim Grand Prix-Turnier gegen Yannick Noah. Aber in Wimbledon gegen Jimmy Connors zu gewinnen, das ist natürlich der größte Erfolg in der Laufbahn des 22-jährigen Patrick Kühnen, der das Spiel auf diesem Belag, also auf Rasen, liebt. Im Vorjahr schied er hier in der ersten Runde aus. In diesem Jahr gelangen ihm schon in den Runden zuvor beachtliche Erfolge gegen Jakob Lasek in 5 Sätzen, anschließend gegen Jim Grapp aus den USA in 3 Sätzen. Grapp hatte immerhin Anders Jari besiegt in der Runde zuvor, einen gesetzten Spieler. Ein Wort noch zum Wetter. Es ist bewölkt, erheblich wärmer als gestern, aber im Moment sieht es nicht nach Regen aus. Der Wetterbericht hat prognostiziert, dass es vielleicht dann und wann kurze Regenschauer geben könnte. Warten wir es ab. Im Moment sind es gute Bedingungen für die Spieler da unten auf diesem Platz 1, der etwa 8000 Zuschauern Platz bietet, aber noch ist dieser Platz 1 nicht voll besetzt. Das liegt einfach daran, dass auf anderen Plätzen schon seit anderthalb Stunden gespielt wird. Unter anderem gibt es das Damen-Doppel zwischen Eva Pfaff und Elisabeth Smiley gegen Steffi Graf und Gabriela Sabatini. Ein ausgeglichenes Spiel, den ersten Satz gewannen Graf Sabatini mit 7:6. Im zweiten führen Pfaff und Smiley mit 6:5. Stefan Edberg, Weltranglistendritter, hier auch an Rang 3 gesetzt. Im vorigen Jahr erreichte er das Halbfinale, schied aus gegen Ivan Lendl. Er ist natürlich Favorit in dieser Begegnung, aber Patrick Kühnen hat nichts zu verlieren. Er hat mehr erreicht, als er sich vor diesem Turnier erwarten durfte. Er kann frei aufspielen. Und wenn er seine Stärken ausspielt, vor allen Dingen den hervorragenden ersten Aufschlag, dann ist er sicherlich nicht absolut chancenlos gegen einen Stefan Edberg, der hier eigentlich in Wimbledon in den ersten Begegnungen nicht seine beste Form gefunden hat. Der immerhin dreimal über 4 Sätze gehen musste gegen Guy Forget, Richie Rendeberg und Ken Flagg. Nur bei seinem letzten Spiel, da wurde er kaum gefordert gegen den Australier Simon Yule. Da gewann er glatt in 3 Sätzen, 6-2, 6-4, 6-4. One minute. Die letzte Minute der Einschlagzeit. Für Edberg spricht natürlich die größere Erfahrung. Immerhin hat der Schwede 16 Grand Prix-Turniere gewonnen. In diesem Jahr hat Edberg 2 Niederlagen gegen Boris Becker bezogen. Im WCT-Finale in Dallas.
und beim letzten großen Turnier vor Wimbledon, dem Queens-Turnier? Was bei Edberg immer so imponiert, der Aufschlag, der flüssige Bewegungsablauf und vor allen Dingen der Flugball. Edberg wird jede Chance nutzen, ans Netz vorzurücken. Und das muss auch das Ziel von Patrick Kühnen sein, wenn er aufschlägt. Sofort ans Netz rücken. Von der Grundlinie hat er vermutlich keine Chance. Die gegen Stefan Edberg und Ion Tiriak schaut auch zu, zumindest so lange, als Boris Becker sein Spiel gegen Pat Cash noch nicht gewonnen hat. Ja, in Wimbledon, da raucht der Meister Ion Tiriak, dann hört er wieder ein paar Monate auf. Patrick Kühnen wird heute übrigens noch einmal spielen müssen, und zwar im Doppel, gemeinsam mit Erik Jehlen, und zwar gegen Johan Krieg aus den USA und Kelly Everdon aus Neuseeland. Seats quickly, please, ladies and gentlemen. Quiet, please, thank you. Aufschlag Patrick Kühnen. Kühnen to serve. First set, play. Fifteen, love. Fifteen. So, das schauen wir uns noch einmal an. Der Rückhandpassierball gehört zu den stärksten Bällen von Stefan Edberg. Aus. 40-30.
Game Kunin. Und mit einem Ass beendet Patrick Kunin sein erstes Aufschlagspiel. Sicherlich ein wichtiger Spielgewinn zum Auftakt eines für Patrick Kunin so wichtigen Spiels. Das stärkt natürlich das Selbstvertrauen. Zwei erste Aufschläge, ein Ass. Und noch einmal, und noch die ersten beiden Aufschläge waren nur knapp im Aus. Und Patrick Kunin hat sich bislang genau an die Marschroute gehalten, die er mit Niki Pilic, dem Bundestrainer, abgesprochen hat. Sofort nach dem Aufschlag vor ans Netz. Auch auf die Gefahr hin, das eine oder andere Mal passiert zu werden. Gestern beim Sieg gegen Jimmy Connors hat Patrick Kunin ja vor allen Dingen dadurch imponiert, dass er sich aus kritischen Situationen herausgespielt hat. Vor allen Dingen in der Anfangsphase des fünften Satzes, als er 0:1 und 15:40 zurücklag. Und es im Moment den Anschein hatte, als wenn Jimmy Connors, wie es in der Tennissprache heißt, seinen Lauf bekommen würde. Der erste Aufschlag ist halt einer der wichtigen Schläge bei Patrick Kunin. Wenn der kommt, dann läuft auch sein Spiel. Love 15. Der Ball war gut. 15 all. Patrick Kunin schaut da ein bisschen fassungslos. Er hat den Ball im Aus gesehen, aber der Linienrichter, der sich zunächst auch nicht ganz sicher war, signalisierte dann, der Ball ist gut. Game Edberg. One game all. Eins beide, und schon in diesem ersten Aufschlagspiel von Stefan Edberg haben sie die Stärken der Schweden erkannt. Ein sehr guter, ein platzierter, ein langer Aufschlag, das Vorrücken ans Netz, und es gibt wohl kaum jemand, der speziell den Rückhandflugball so gut, so platziert spielt, wie der 22-jährige Schwede, der ja hier in London lebt. Thirty love.
30-15. Forty-fifteen. Game Kunnen. Das zweite Ass zur 2-1-Führung für Patrick Kühnen, der einen sehr selbstbewussten Eindruck macht in der Anfangsphase dieser Begegnung des Viertelfinals gegen Stefan Edberg. Boris Becker wurde gestern nach dem Erfolg gegen Paul Anacone gefragt, ob er denn überrascht sei, dass Patrick Kühnen gegen Jimmy Connors gewonnen habe, und da hat er gesagt, eigentlich nicht, denn er kenne Patrick Kühnen sehr lange, er habe oft mit ihm trainiert und er wisse, über welches spielerische Potenzial Patrick Kühnen verfüge, und ihm habe eigentlich nur ein solcher Erfolg gefehlt, um vielleicht in der Weltrangliste jetzt einen ganz entscheidenden Sprung nach vorn machen zu können. Und ähnlich ist auch die Auffassung von Niki Pilic. Egal, wie dieses Spiel ausgeht, auf jeden Fall ist Patrick Kühnen in die Schlagzeilen gerückt, auch der ausländischen Presse. Gestern wurden alle deutschen Journalisten quasi bestürmt, um Informationen herauszugeben über diesen Mann, den natürlich viele hier überhaupt nicht gekannt haben. Eins zu zwei Aufschlag Stefan Edberg. Dean Love. Thirty love. Wunderbar. Voll durchgezogen mit viel Mut zum Risiko von Patrick Kühnen.
Game Edberg. Zwei beide. Und fast alle Aufschläge von Stefan Edberg auf die Rückhandseite von Patrick Kühn, vor allen Dingen von der linken, von der Vorteilseite. Und da ist dann Patrick Kühn weit aus dem Feld herausgetrieben. Und jedes Mal hat Stefan Edberg den Punkt dann mit dem Rückhandflugball gemacht. First service. Ist gut. Aber dennoch besser. Was für ein Punkt. Auch wenn letztendlich natürlich ein bisschen Glück dabei war bei diesem Rückhandball von Kühn. Schön, dass ihr